Eine fantastische Auswahl diverser Gewächse und wirklich formschöner Blumen begrüßt uns hier in diesem Königreich der Feen und Elfen, meine liebsten Leute. Denn in der nächsten Folge hier jetzt, Folge 26 von Second Inception 3, Trials of Mana, den dritten und letzten Teil der Trials of Mana Collection, nee Quatsch, der Second Inception Collection mit Nintendo Switch, geht es jetzt weiter. Okay, und nicht mit dem Menü, sondern hier in-game natürlich. Versteht sich von selbst. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid hochmotiviert, denn wir wollen jetzt den letzten Elementargeist, Dryad, die Dryade bzw. Hatzinger, hieß sie einstmals in der Übersetzung von Secret of Mana, mal gucken, wo wir sie herkriegen. Jetzt ist es auf jeden Fall sehr milchig trüb hier geworden. Der Tag bricht ein, alles klar. Wir gehen jetzt aber erst einmal ganz kurz hier in die Herberge und lassen uns hier ein Bettchen geben, aber der Elf, der schweigt. Wir sind, glaube ich, nicht viel, hat Angst. Können wir so hinlegen? Nee, ne? Samen habe ich nicht, kann ja auch so nichts pflanzen. Ja, die sind sehr ängstlich noch. Die müssen sich an uns erstmal gewöhnen. Menschen sieht man hier scheinbar auch nicht alle Tage. Hallo, redet mit uns. Keine Interaktion. Au! Oh, ich glaube, wir haben ja ganz schlechte Karten. Ganz, ganz schlechte Karten. Ich brauche gar nicht versuchen, überhaupt noch mit jemandem zu reden. Ah, der kann nicht fliehen. Den nötigen wir jetzt, komm. Da hinten in der Ecke mit dir, komm. Geh da. Ja, nee, ich glaube, da können wir so weit reinstormen, wie wir wollen. Da kommt nichts bei raus. Drum lassen wir es und gehen einfach mal weiter. Ich denke mal, Rüstungs- und Waffenhändler werden genauso mit uns umgehen. Müssen wir uns hier vielleicht klein machen? Müssen wir jetzt so klein Winzling werden? Oder müssen wir hier versuchen, den Dorfvorstand zu finden und mit dem ein paar ernste Worte reden? Weil hier, das hat keinen Zweck. Da, der hier vielleicht, der sieht zumindest mal anders aus. Der hat einen schönen türkisen Bart. Das ist der Elfenkönig und er sagt, ich habe mit Menschen nichts zu besprechen. Also bitte, zieht ab von hier, verschwindet aus meinem Gemach. Ihr habt hier nichts zu verlieren. Die Fee spricht, oh großer Elfenkönig, bitte leih uns deine Kraft und deine Weisheit. Was? Du bist also der von der Fee auserwählt wurde. Und Charlotte ist da? Da habe ich euch ja endlich gefunden. Wie könnt ihr mich zierliches, wunderschönes Mädchen einfach so allein lassen? Ihr seid so unerbittlich. Ihr seid wirklich meine Erzschurken, das Böse in Person gebannt. Oh, wütend ist sie. Sie wollte uns davor lassen. Was sieht das in der Mund jetzt auf einmal? Der Elfenkönig sagt, Charlotte, du bist doch Charlotte, oder? Du bist Charlotte! Und wer bist du? Oh, ich verstehe. Da lässt sich wohl nichts machen. Als du dieses Dorf verlassen hast und nach Wendel gebracht wurdest, da warst du noch viel zu jung. Du erinnerst dich sicherlich an nichts, was hier vorgefallen ist. Oder das ist zu vermuten zumindest, wenn ich dich so angucke. Ist immer noch ein Kind. Also, du bist also dieser Elfenkönig oder sowas. Aber viel wichtiger ist es, mein Großväterchen, ja, dem geht's gar nicht gut. Also, mein lieber Herr Elfenkönig, könntest du vielleicht meinem Großväterchen helfen? Ha, der Priester des Lichts also. Jetzt spricht die Fee. Der Priester des Lichts, als er die Barriere um die heilige Hauptstadt gesetzt hat, hat er einen verbotenen alten Zauberspruch benutzt und wurde deshalb verflucht. Und durch diesen Fluch ist er einer unheilbaren Krankheit verfallen und er ist kurz davor zu sterben, habe ich zumindest vernommen. Ja, das sind so die Gerüchte, die ins Ohr gerutscht sind. Der Fee, aber die weiß Bescheid und die klärt auf. Das ist wichtig. Und so werde ich zumindest wieder in die Geschichte zurückgeholt. Ah, ich verstehe. Der Priester also. Ich hatte gedacht, dass ich nie mehr was mit ihm zu tun haben werde. Aber scheinbar werden wir geleitet von Ridoy und Sheela. Aus der anderen Welt, aus dem Jenseits, werden da die Strippen gezogen. Scheinbar Ridoy und Sheela also. Was? Du sprichst von Papa und Mama? Ja, Charlotte. Ridoy und Sheela. Ich weiß, es war ganz traurig, was da vorgefallen ist, ja? Und die haben das auch sehr bedauert, was in der Vergangenheit passiert ist. Ihr müsst wissen, die Liebe zwischen Elfen und Menschen, das ist eine verbotene Liebe. Und ja, wir waren dagegen,
ich und der Priesterslicht den beiden die Liebe, die Hochzeit zu gewähren. Ja, wir wollten nicht, dass sie ihr langes Leben aufgeben, dass sie zusammen einen Bund formen. Mensch und Elfen. Und Lido und Cheda, sie hatten etwas, was wichtiger war als ihr Leben, haben sie gesagt. Und so sind sie aus Dioro geflogen, haben Reis ausgenommen und geheiratet. Als ich sie gesehen habe, wie glücklich sie waren, habe ich auch aufgegeben, sie zu überreden. Ich habe sie gehen lassen. Also der Gang aus diesem Dorf heißt für Elfen dann letztendlich, das war's mit dem Leben, wird man nicht so alt, oder? Jedenfalls ist eine Weile vergangen und Lido und Cheda haben Charlotte geboren und sind danach recht schnell gestorben, ins Jenseits übergegangen. Aber sie haben es nie bereut, ihre Entscheidung, hier zu gehen, ihr langes Leben aufzugeben und dafür die Liebe zu zelebrieren. Der Priester des Lichts, ja, hat bis zuletzt seinem Sohn Liloy nicht verziehen, konnte ihn nicht verziehen und er hat sich selbst die Schuld dafür gegeben und hat zur Kompensation Charlotte dich aufgenommen, hat sich um dich gekümmert, wie seine eigene Tochter und, ja, hat dich mitgenommen aus diesem Dorf, mit zu sich, nach Hause, Charlotte. Und ich wollte nie, dass so ein trauriges Ereignis sich wieder ereignet, sozusagen, und habe Dior verschlossen, dieses Dorf vor den Menschen. Kein Mensch sollte mehr herkommen. Und so lebte ich hier an der Seite der Elfen, ganz allein und zurückgezogen in diesem Wald. Das ist Papa, Mama. Schon weg. Schon weg wieder. Ja. Und Julian schweigt. Lass sie ruhig eine Weile sich zurückziehen. Die Krankheit, unheilbare Krankheit des Priesters. Jetzt, wo die Mana-Kraft abgenommen hat, kann ich selbst nichts tun. Ich habe keine Möglichkeit, ihm zu helfen. Mit meinem jetzigen Ich. Er scheint also auch von dem Mana-Strom abzuhängen, um irgendwas zu tun. Die Fee sagt, also bleibt uns nur übrig, das Mana-Schwert zu holen und darauf zu warten, dass die Mana-Göttin wiedergeboren wird, um sie zu bitten. Denn sonst gibt es keine andere Alternative mehr. Nur das kann ihr noch helfen. Elfenkönig, die Fee und wir wollen in das heilige Gebiet. Dazu müssen wir das Tor öffnen und suchen die verschiedenen Naturgeister. Kannst du uns bitte sagen, wie wir zum Mana-Stein des Waldes oder der Bäume kommen? Also da in die Nähe kommen? Wir wissen nicht, wie wir da hinkommen sollen. Deshalb wäre es schön, wenn du uns aufklären würdest über den Weg, der uns dahin führt. Also, ihr müsst wissen, im Wald der Lampenblumen im Nordwesten gelegen ist eine Göttinnenstatue. Sollte zumindest dort sein. Dort nutzt ihr die Kraft des Mana-Geistes des Mondes Luna und es sollte in der Nacht eine Reaktion mit den Lampenblumen passieren und die führen euch dann den richtigen Weg dorthin. Und der Weg öffnet sich dann. Also Luna, Zauberkraft benutzen, Blumen reagieren, wir wissen wohin, weiterkommen und so sollte es dann gehen. Das ist eine gute Information, merken wir uns. So, das heißt, wir müssen erstmal schlafen, damit auch die Nacht einbricht. Könnt ihr reden jetzt mit uns? Ach komm, jetzt auf einmal, ne? Das Dörfchen Diol ist ein Dorf nur für Elfen. Guck mal hier. Und ja, es hat sich abgetrennt von der Welt der Menschen und lebt hier ganz allein und im Ruhigen. Das ist schön für euch. Ich will eure Ruhe auch nicht stören. Was ich aber will, ist einmal einen Blick auf das Waffensortiment werfen, auch wenn wir natürlich kein Geld haben, um was zu kaufen. Ich will aber nur wissen, ob es was Neues gibt. Oh ja. Es gibt viel bessere Sachen, ne? Es ist unfassbar. Wie sollen wir da, kommen wir gar nicht mit umgehen? So viele schöne Sachen, zu wenig Geld. Was für ein Trauerspiel. Wie dem auch sei, wir können uns jetzt noch einmal betteln gleich. Da müssen wir mal gucken. Nordwestlich also. So, ich hatte es auf morgen gemacht, ne? Nicht auf Abend. Ich habe jetzt zu schnell gedrückt. Ich Idiot. Machen wir nochmal. So. Abend. Das kommt davon, wenn man zu schnell drückt. Viel zu schnell sich hier durchklickt. Dabei müssen wir ja uns darauf verlassen, dass am Abend sich der Weg eröffnet, wenn wir die Kraft von Luna entfesseln. Nordwesten. Von hier aus gesehen, können wir hier einfach das Dorf verlassen, oder? Müssen wir hier nochmal nach Süden gehen und dann
Das ist die Frage, die sich stellt. Hier geht's gerade nicht weiter? Hier irgendwo lang? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Okay. Ich denke, wir müssen wahrscheinlich hier über den Süden raus und dann erst nach Westen und uns dann nördlich halten wiederum. Meine Vermutung. Das heißt, wir gehen hier wieder einmal rum. Und da sind wir wieder im Wald, genau. Das muss die richtige Wahl sein. Und jetzt nordwestlich halten, ne? Das heißt, wir gehen jetzt in gewisser Weise auch teilweise wieder zurück, aber das wird schon. Wobei, es kann sein, dass wir hier gar nicht waren, hier im Norden, ne? Deshalb sind wir wahrscheinlich schon richtig. Ja, komm her. Der nochmal. Fabelhaft. Das sehe ich gern. Ein Sieg! Wieder mal zu verzeichnen für uns. Das geht auf unser Konto. Wobei doch, hier waren wir schon gewesen. Alles klar. Ja, aber wir waren doch von hier aus nicht westlich, ne? Oh ne, schläft er. Der schläfert uns ein. Hätte man sich doch schon fast denken können. Aber er hat uns zugleich auch wieder wach geprügelt. Ja, hier wäre es natürlich super, wenn wir die ganzen tollen neuen Waffen hätten. Aber die können wir uns jetzt leider noch nicht leisten. Aber im Fall der Fälle, dass wir keine Chance haben sollten, angesichts dessen, was uns noch alles erwartet. Da können wir, haben wir gerade Rüstung gefunden? Also wenn wir verkacken sollten, dann können wir immer noch wieder zurückgehen. So sieht's ja aus. Das ist ja das Gute. Jetzt müssen wir erstmal die Göttinnenstatue finden. Aber ich glaube, ich habe doch gerade was gekriegt. Was, Rüstung? Nee, aber nichts. Hä? Hier irgendwas? Guck nochmal hier. Oder was ein Gegenstand einfach nur. Kann auch sein. Wahrscheinlich was. Es ging jetzt so schnell. War wohl ein Gegenstand, der gleich in meine Kiste rein geplöppert ist. Ach hier, guck mal. Sind wir schon da? Das ist die Göttinstatue von der König sprach. Was wollen wir machen? Lunas Kraft verwenden. Hä? Das sind aber seltene Blumen hier. Aber sie riechen wirklich sehr gut. Soll es hier in der Nähe sein? Ich verstehe, ich versuch's mal. So, was macht ihr denn, ne? Ach, guck mal, hat sie jetzt die Blumen weggerissen. Das war jetzt aber schneller als gedacht. Ein neuer Weg tut sich auf. Ah, das war richtig, oder? Ah, als kleines Souvenir werde ich diese Blümchen... Darf ich die dann als kleinen Blumenkranz mir einfach mal aneignen? Das wäre doch mal ganz schön, oder? Sie riechen so gut. Ah, wie schön. Die gefallen mir. Schön. Haben wir sie glücklich gemacht. Da müssen wir also rein. In diesen Bereich. Ich speichere aber nochmal. Denn wir wissen nicht, was vor uns liegt. Alles klar. Wir gehen weiter nach Westen. Und sehen hier magische Wesen, die ihre Verteidigungskraft erhöhen. Nichtsdestotrotz aber von uns vernichtet werden. So. Angela mit ihrem Stab, du kannst da leider nicht wirklich was ausrichten. Da müssen schon die scharfen Klingen her. So, komm her. So. Die Fluchtrate ist gesenkt worden. Zack. Weitere Gegner. Und der Versuch, uns hier einzuschläfern. Das hält Gott sei Dank nicht allzu lange. Ein Peitschenhieb und wir sind wieder alle zusammen wach hier. Vielleicht sollte ich erstmal sie hier killen, ne? Wobei, Angela gibt auch ihr Bestes. Das macht ordentlich Schaden. Und so haben wir auch das geschafft. Und schon haben wir auch das geschafft. Ja, komm jetzt. Da haben wir ihn.
Das Gebiet wurde bereinigt und auch hier wieder eine leicht bekleidete Lady Bee. Aber wie gesagt, die sind tatsächlich nur dazu gut, um die Statuseffekte zu erhöhen. Alles andere bringt da nicht wirklich viel. Jetzt gleich kann ich uns nochmal schön heilen, so wie ich das sehe. Angela? Das heilende Licht dringt durch deine Poren und auch Judan sowie Ries wollen sich natürlich nochmal ganz kurz verarzten gegenseitig. Upsala. Ja. Das habe ich wieder auf mich gemacht, verdammt. Ich bin sehr intelligent, ich merke das schon. So, noch einmal richtig gepeilt auf die gute Dame. Ach, guck mal, da ist noch ein Gegner gewesen. Ja gut, dann machen wir natürlich jetzt ganz schnell. Mind up. Und auch das Kapitel ist geschlossen. Was ist das denn? Der Weg versperrt sich. Was geht, geht? Ach, das ist ein Gegner. Oh, 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 oh. Da kommen giftige Bienen aus dem Dickicht. Der Ritter steigt aber ein Level. Können wir den mal höher machen hier? Komm, der muss mal ein bisschen strammer werden. Körperkraft. So, bevor ich ihn da zerstöre. Oh oh, Schlafgras. Wird er auf uns niederprasseln. Und hier setzen auch wir unsere Spezialfertigkeit ein. Poison Bubble. Jetzt greift er auch noch mit Gift an. Und boah, das hat auch ziemlich abgezogen. Da müssen wir mal ganz fix heilen. Und zuschlagen. Gott sei Dank machen wir gut Schaden. Aber bestenfalls sollten wir erst die Gegner vernichten. Ah, klar. Auch wenn der Boss uns da stets schwächt. Wir geben alles, ihm zuvorzukommen. Und das funktioniert, weil unsere Spezialleisten immer recht schnell voll sind, ne? Ah, verdammt, Gift. Das hat wehgetan. Aber jetzt steigt erstmal unsere Walküre ein Level. Und auch sie soll mal ein bisschen mehr Energie haben. Na komm. Ich heile mich mal kurz selbst. Hoffe, dass die Girls währenddessen das Viech da unten zerstören. Denn dann können wir gleich unsere Spezialattacke auf die Kreatur hier einsetzen. Ah, komm, und da kommt auch schon gleich das nächste Krabbelzeug nach. Ich frage mich natürlich, ob ich hier wirklich mit Magie auch effektiv was leisten könnte, aber das geht einfach gerade alles ein bisschen hier unter. Ich versuche mich einfach nur zur Wehr zu setzen. Kann ich mal auf Lies zu wechseln? Ja. Aber ich kann auch hier noch Speed up machen. Auch nicht schlecht. Manchmal auf Judan. Auch wenn er gerade, wobei jetzt sehr wach ist, eben lag er noch. Aber wir sind nicht schnell genug, scheinbar. Oder? Doch. Offensichtlich schon. Jetzt setze ich mal eine Schoko ein auf Angela. Und hoffe, dass Judan seine Geschwindigkeit auch zu nutzen weiß. Jetzt ganz fix die Gegner vernichten. Jawohl. Um ihm hier noch was auszuwischen. Ich werde, bevor ich jetzt, ach komm, gleich wieder eingeschläfert werde, nochmal nachheilen. Also auf Ries auf jeden Fall. Da muss ich zuschlagen, weil Angelas Schlag mit dem Stab bringt nicht wirklich was.
Da ist das schon das effektivere Mittel. Mehr Liebe sollte man hier walten lassen. Oder auch ein paar grobe Schwerthiebe. Das funktioniert auch. Komm schon. Der hält einiges aus. Vor allem hat er da jetzt wieder seine Brut beschworen. Und jetzt kommt die Poison Bubble. Und da wissen wir ja schon bereits, dass das ordentlich abziehen kann. Also sollte ich Ries doch schnell nochmal heilen. Ach, guck mal an. Da wurde Judan gerade mal ganz fix erledigt. Das ist wahrscheinlich der Wächter des Waldes, vermute ich mal. Und um an Dryad ranzukommen, müssen wir hier erstmal uns beweisen. Ich glaube, da würde ein Bonbon schon reichen bei Angela. Mal gucken. Pflanze, da könnte man noch mit einem Feuerangriff vielleicht was schaffen, oder? Gildabein heißt er. Mal gucken, wie ihm das hier gefällt. Ganz und gar nicht gut, deshalb machen wir weiter. Und ich bleib dabei. Gildabein, ich verbrenne dich. Während die schön weiter auf die Gegner gehen, die sich hier drumherum versammeln. Und die Poison Bubble schlägt wieder zu. Und hoffentlich nicht tödlich. Gerade eben haben wir es überlebt noch. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, uns jetzt nochmal zu heilen. Und genauso weiterzumachen. Wie gehabt. Und wir schlagen dann auch gleich nochmal mit einem schönen Luftkuss weiter zu. Der hat aber auch ordentlich Energie, ne? Der Kasper da. Wobei ich denke mal, dass wir trotzdem einfach nur so weitermachen sollten. Das funktioniert schon. Den kriegen wir schon kaputt. Halt nur eine Geduldsprobe. Letztendlich. Ah, jetzt. Okay. Jetzt zeigt er seine wahre Gestalt. Irgendwie, warte mal. Kann man noch seinen Kopf anvisieren? Nee. Einfach weiter so angreifen. Er breitet sich aber aus. Er wächst. Was haben wir denn jetzt hier verbrochen? Aber ich glaube tatsächlich, man kann die Beine nicht treffen, beziehungsweise dieses Wurzelwerk, dann schießen wir unsere Feuerkugeln eben auf seinen Korpus. Ich kann ja auch mal einen anderen Zauber versuchen, aber ich glaube, mit Feuer sind wir da wirklich ganz gut dabei. Wie wär's denn hier mit dem heiligen Strahl? Okay. Erstmal kommt das Gift wieder. In Aktion. Was ist das denn? Vielleicht ist das sogar effektiver. Mal gucken. Nee, das war irgendwie gar nicht effektiv. Da ist gar nichts passiert groß, oder? Haben wir damit gar keinen Schaden gemacht gerade? Ist ja traurig. Wie sieht's denn mit was anderem aus? Evil Gate zum Beispiel. Ich glaube, wir brauchen gar nicht rumexperimentieren. Feuer wird schon sein Kryptonit sein, ne? Wobei, nee. Ja, das. Hammerbohne. Was für ein wahnsinnig toller Angriff. Also, Salamander. Entfesselt deine ganze Kraft.
Das ist schon, glaube ich, das Beste, was wir machen können gerade. Unser ganzes Mana-Reservoir. Jeden Magiepunkt hier auf ihn raufschleudern. Und einfach nur hoffen und beten, dass er gleich erledigt ist. Und solange kann er ruhig mit seinen dummen Bohnen rumfeuern. Aber ich glaube, er sieht tatsächlich gefährlicher aus, als er überhaupt ist, ne? Ja, das war gemein jetzt, weil ich gerade gezaubert habe, aber trotzdem hat es uns nicht so viel Schaden zugefügt, wie wir vermuten mussten erst. Ah, schon wieder. Jetzt muss ich mal schnell heilen. Bevor Judah noch stirbt, das wollen wir nämlich nicht. Noch einmal ein weiterer Feuerball. So langsam könnte auch mal ableben, oder? Oh, Counter Magic. Schießt er den ganzen Kram auf uns zurück, oder was? Hat das zu bedeuten, womöglich. Ja, genau. Das heißt, wir müssen jetzt physischen Schaden zufügen. Aber das macht auch nichts, denn wir tun ihm ordentlich weh. Ich merke das schon, wir tun ihm echt weh. Ich sollte aber trotzdem nicht vergessen, dass wir auch noch heilen müssen. Auch wenn es gerade gut läuft. Sehr gut, Judan. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange diese Counter-Magie überhaupt wirkt. Ich will es gar nicht aber herausfinden müssen, ob er immer noch geschützt ist und wie lange der Effekt wirkt. Was ist das denn? Stopp jetzt, um Gottes Willen. Jetzt holt er da seine Ranken raus und macht ordentlich Schaden. Aber wir lassen uns davon nicht einschüchtern, sondern schaden ihn auf unsere Art und Weise genauso. Da kann er seine Saat auf uns ergießen, macht uns nichts. Poison Bubble! Ein weiteres Mal ein Giftanschlag auf uns. Und der war so effektiv, dass Judan da glatt im Koma liegt, beziehungsweise schon ganz abgestorben ist. Ein Bonbon für Angela. Bitte. Und auch für Ries. Jetzt könnten die anderen eigentlich mal zuschlagen auch, ne? Und dem Grauen ein Ende bereiten. Hier kommt schon wieder eine Hammerbean. Eine Hammerbohne fliegt uns auf den Schädel. Und jetzt die Magiekraft hat abgenommen. Heißt das, wir können nicht wieder zaubern? Oder war das auf uns bezogen? Egal, wir versuchen einfach. Kack drauf. Da scheue ich ihm noch mal was entgegen. Kann sein, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder selbst getroffen werden. Aber den Versuch ist wert. Gucken wir und... Ah ja, gut. Das ist ja fies. Wann hört das endlich auf? Mann. Ja, das ist ja aber verflucht und verflixt. Ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Was ist denn los? Hat er mich jetzt in eine Ecke gedrängt? Boah, jetzt steigert er aber seine Angriffsfrequenz auf einen unmesslichen Wert. Alles klar, komm. So langsam müssen wir ihn doch mal klein kriegen. Man merkt, die Endgegner haben tatsächlich reiche Lebenspunkte. Ein bisschen zu viel, wenn man mich fragt ab und an. Aber scheinbar ist das die Herausforderung, die man uns hier schenken mag. Kann auch einfach sein, dass unsere Waffen zu schwach sind. Und der Level zu niedrig. Ist zugleich auch noch. Und wir einfach nicht so uns gut zur Wehr setzen können. Ich frage mich gerade, wenn alle einschlafen, ob man dann tot ist oder was dann passiert. Ich hoffe nicht. Wobei, das ist auch immer schon recht letal. Aber nein, irgendwas passiert da gerade. Ich glaube, wir haben das Wesen in diesem letzten verzweifelten Anschlagsversuch dann doch noch klein gekriegt und so platzt die Knospe und zerfließt da vor unserem geistigen Auge. Wir freuen uns natürlich drüber. Sieg für uns, ganz klar. Die Fee sagt, schaut, da ist noch was. Hä? Ah! Ah, das ist doch Riot. Ah, ihr habt mich gerettet.
Ich war in den Tentakeln von Gilderbein gefangen und die hat mich verschlungen und mir die Kraft geraubt. Deshalb sind die ganzen Pflanzen so riesengroß degeneriert gewesen. Ah, vielen lieben Dank, dass ihr euch so eine Mühe gemacht habt, um mich zu retten. Sorry, dass ich euch halt in diese Bredouille gebracht habe. Nein, kein Problem. Mach dir keine Gedanken. Leih uns bitte deine Kraft. Ja, ich weiß, mir wurde zwar die Kraft schon geraubt komplett, aber so dass ich sagen muss, es bleibt mir nichts mehr übrig groß, ne? Deshalb, ich kann euch, glaube ich, nicht wirklich helfen. Ich werde euch eher so ein Klotz am Bein sein. Traurig ist das. Alles schon in Ordnung, sagt Judan. Dem armen Naturgeist, der sein Selbstbewusstsein verloren hat. Du bist doch der Naturgeist des Waldes, der Bäume, oder? Du solltest die meiste Kraft in dir tragen. Und, ne, es ist klar, dass du lange Zeit da in diesem Wesen da gefangen warst. Gefressen wurdest von ihm und dass er das an dir gezerrt hat. Aber du, das wird schon wieder. Meinst du wirklich? Komm, wir gehen zusammen. Wir brauchen dich an unserer Seite. Oh, ich, der hier so eine kleine kümmerliche Existenz bin, dass ihr mir solche netten Worte zuspielt. Ich danke euch. Ich werde alles tun, was ich tun kann. So, und da haben wir jetzt auch Dryde jetzt gekriegt. Die Kraft von ihr getankt. So, jetzt haben wir alle Natur- oder beziehungsweise Elementargeister zusammengesammelt. Jetzt sollten wir direkt mit Buscap zur verschwundenen Insel gehen, ne, zur vergessenen Insel, und dort dann letztendlich alles daran setzen, das Tor zur Welt zu öffnen, die Mana-Kraft verschwindet langsam. Das ist unsere letzte Chance, wir müssen uns beeilen. Was? Die vergessene Insel, was ist das denn? Ja, das ist die Insel, auf der sich die aus allen Gebieten die Kraft der Mana-Steine, der Fluss der Mana-Steine, sich verbindet und da kreuzt es sich. Das ist der Kern der Mana-Energie auf der Welt. Zur Zeit, vor langer, langer Zeit, war es so, als die Mana-Steine von dem alten Zauber kontrolliert wurden und dass dieser Zauber dann gebrochen wurde, haben die Menschen alles vergessen, all ihre Erinnerungen verloren an diese Insel. Aber es ändert nichts daran, dass es immer noch das Zentrum von allem ist. Und auch ich bin auf dieser Welt gelandet, als die Kraft zu Ende war und ich hierher kam. Also dann lass uns mal hier beeilen. Wo wollen wir mal hin, ne? Wir wissen jetzt, wo wir hin müssen. Können aber erstmal die Sorceress nochmal... Können wir bei ihr vielleicht nochmal ein bisschen Stärke geben. Wieder zurückgehen. Aber bevor wir den letzten Gang vollziehen, sozusagen, wählen wir uns noch einmal durch das letzte Stück hier. Und ich rutsche einfach mal durch die Gegner durch. Die brauchen wir nicht mehr. Was wir brauchen, ist ein Griff an diese wunderschöne Göttinstatue. Und die Möglichkeit zu speichern. Denn das war's, meine lieben Leute. Beim nächsten Mal geht's weiter. Und bis dahin könnt ihr mal schön liken, kommentieren und eure Euphorie kundtun, dass es jetzt endlich bald ins Mana-Land geht. Und bis zum nächsten Mal könnt ihr dann euch nochmal richtig schön entspannt zurücklehnen und sagen, boah, ich freue mich auf die Fortsetzung. Und wenn ihr dann noch einschaltet, dann wird's noch toller. Und ja, ich wünsche euch was. Bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.